Eigentlich kennen und lieben wir Detlef Steves vor allem für seine legendären Ausraster und Wutanfälle. Doch seit neuestem hat der 53-Jährige den Schlager für sich entdeckt und mit seinem eigenen Song definitiv sogar schon seine Premiere am Ballermann gefeiert. Eine völlig neue Welt für Defi, der auf RTL-Moderatorin Katja Burkhardt, 57, irgendwie verändert wirkt. Hat die Karriere als Schlager-Newcomer ihn etwa ruhiger gemacht? Defis eindeutige Antwort auf diese Frage gibt's im Video zu sehen. Detlef Steves macht den Ballermann unsicher. Kleiner Spoiler zur Beruhigung. So ganz werden wir auf die kleinen und großen Gefühlsausbrüche unseres Detlef Defi Steves wohl auch in Zukunft nicht verzichten müssen. Dass es bei dem 53-Jährigen nach wie vor sehr emotional zugeht, wird auch bei Detlef Großschlager, ab dem 19. Juni 2022 immer sonntags ab 19.10 Uhr bei Vox, klar. Im Rahmen der Doku-Sub wird Defi bei seinem harten Weg in den Schlager-Olymp begleitet, und da fließen bei dem kernigen Sprücheklopfer auch schon mal die Tränen. Aber wie ist sie denn nun gelaufen, die Feuertaufe am Ballermann? Hier möchte Detlef zwar nicht zu viel verraten, aber eine Tendenz haut er dann doch raus, wie das Video oben beweist. Detlef Großschlager im TV und auf RTL Plus. Detlef Steves weg vom Vocal Coaching mit Ex-DSDS-Star Juliette Schoppmann, 42, bis hin auf die große Partybühne auf der Lieblingsinsel der Deutschen zeigt Vox ab Sonntag, den 19. Juni, ab 19.10 Uhr bei Detlef Großschlager, und parallel dazu natürlich auch im Livestream auf RTL Plus.